Wie gesagt, hat der Disc-Jockey im weitesten Sinn die Arbeit des Alleinunterhalters übernommen. In dem gesamten Zeitraum 1953-54 bis 1999 war der Militärstützpunkt der Briten hier immer für Weeze gegenwärtig. Zum Glück war die Zeit dann irgendwann vorbei, der Kalte Krieg war vorbei. Somit wurde dann Anfang der 90er Jahre wurde beschlossen, von den Briten diesen Stützpunkt aufzugeben. Und gleichzeitig wurde dann auch schon überlegt, wie kann eine Weiternutzung dieses Geländes stattfinden. Durch die guten Kontakte, die wir zur Gemeinde Weeze hatten, hatten wir erstmalig hier Zugriff auf das Grundstück, wo unter anderem auch das Cubase Festival und auch Mudmaster stattgefunden hat. Und so konnten wir 2015 das erste Mal hier die erste Palookaville Edition stattfinden lassen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auf das Herzlichste begrüßen. Also wir hatten eigentlich ein gemachtes Nest für Festivals. Jetzt brauchen wir nur noch ein gutes Konzept und ein paar gute Künstler, wie jetzt Steve Aoki, Armin van Buuren, Alesso, Dimi und Mike. Und die haben wir dann auch noch gekriegt. Das heißt, es passten 1 plus 1 plus 1 alles zusammen und ab ging die Fahrt. Eigentlich haben wir schon 2011, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, ja, lass doch mal eine Party schmeißen, wo wir selber hingehen können. It's another world, you know, and that's like the beauty of some of these festivals. Of course, so Martin Solveig, I mean, come on, like he's got that mustache, that's so cool. I enjoy the nature as well, and it's a very wide place, and it looks like there is so much space. How does it sound if we spend the night out in Germany? Und nach dieser schwungvollen Begrüßungsmelodie für die Jugend von 16 bis 17, etwas für die Jugend über 20. Ja, gerade im ersten Jahr mussten wir im Marketing noch super viel improvisieren. Ich erinnere mich an die Produktion des ersten Trailers. Da stand ich mit der Kamera an der Start- und Landebahn am Airport Weeze und habe über eine Stunde darauf gewartet, dass endlich ein Flieger landet. A city ruled by madness, love and pure happiness. Finally, on the next day, I will post a postcard to my mom saying, hey, you know, we'd like the tattoo here. They got tattoos? Yes. Yeah, let's get a Varukaville tattoo. Okay, I started drinking too early. In den 5 Jahren hat sich natürlich auch bookingmäßig total viel getan. Ich erinnere mich noch, Chainsmokers haben im allerersten Jahr bei uns auf der Newcomer Stage als Headliner im Shelter gespielt. Schon im ersten Jahr wollten wir die Besucher mit aufwendigen Stadtkulissen beeindrucken. Palookaville sollte eine kleine Traumwelt werden. Mit aufwendiger Dekoration und spektakulären Bühnen auf dem gesamten Gelände sollte das Festival herausstechen. Die Herausforderung war, der Stadt einen eigenen Charakter zu geben und einen neuen Stil zu etablieren. Bekannte Stadtelemente wie eine Kirche, ein Postamt oder einen Swimmingpool haben wir auf lustige oder kreative Art und Weise versucht zu integrieren. Wir hatten natürlich auch sehr starke Partner an unserer Seite. Das waren Penny und Warsteiner. Die begleiten uns auch schon seit 2015 und sind sicherlich auch für den Erfolg von Palookaville letztendlich auch mitverantwortlich. Die haben uns auch vom ersten Jahr an komplett unterstützt und dafür möchten wir uns auch nochmal bedanken. Mit dieser Melodie, meine Damen und Herren, darf ich mich im Namen der Geschäftsführung von Ihnen verabschieden und wir wünschen eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen. Also der Stein, der uns nach dem ersten Festival vom Herzen gefallen ist, der war gigantisch. Also wir hätten uns diese Größe niemals erträumen lassen. Das war ganz anders geplant. Wir waren total happy. Der Vibe war so unfassbar positiv. Es gab keine Zwischenfälle, keine Schwerverletzten oder Ähnliches. Wir haben nur noch in glückliche Gesichter geblickt am Ende. Und das hat uns selber echt stolz gemacht.